Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch Infos zum Market Crash geben, aber nicht die Infos, die euch jeder gibt. Und zwar sagen ja viele YouTuber, dass am Freitag bzw. am Montag ein Market Crash stattfinden wird. Denn am Freitag ist der Black Friday und am Montag ist der Cyber Monday und da werden gute Packs rauskommen und dadurch kann man dann eben gute Spieler ziehen. Das heißt eben, dass Leute viele Packs ziehen und deswegen die Spieler sinken werden. Das ist die Theorie, die die meisten haben. Also wie gesagt, die meisten Leute denken, dass die Spieler zwischen Freitag und Montag sehr, sehr günstig sein werden. Aber ich bin der Meinung, dass dadurch, dass so viele Leute das eben vorher schon erahnen und eben ihre Spieler schon alle verkauft haben, dass dieser Market Crash mehr oder weniger schon am Donnerstag oder am Mittwoch stattfindet. Also diesen Mittwoch bzw. diesen Donnerstag würde ich euch empfehlen, die Spieler wieder einzukaufen. Denn ich bin der Meinung, dass sie dort höchstwahrscheinlich am günstigsten sein werden. Ihr müsst natürlich nicht auf mich vertrauen, ihr müsst mir nicht glauben, aber ich bin der Meinung, dass sie Mittwoch bzw. am Donnerstag am günstigsten sein werden. Erstens mal wird am Mittwoch wahrscheinlich Ronaldo in Form rauskommen und deswegen werden da die Preise nochmal ein bisschen runter droppen, aber ich denke, dass sie dann nicht weiter fallen werden. Also ich denke wirklich nicht, dass sie zwischen Freitag und Montag noch weiter fallen werden. Ich denke, dass sie sogar leicht ansteigen werden, weil eben viele sich die Spieler da zu diesem Zeitpunkt wieder kaufen, weil sie ja da am günstigsten sind, laut den ganzen Videos und Theorien auf YouTube. Anhand dieses Beispiels zeige ich euch jetzt nochmal, dass die Spielerpreise schon sehr gesunken sind. Und zwar ist Bale jetzt schon um ein sehr, sehr großes Stück eigentlich gesunken. Und deswegen wird er, denke ich, auch noch ein bisschen weiter sinken. Aber viel, viel weiter wird er nicht sinken. Und deswegen rate ich euch wirklich, kauft euch die Spieler am Mittwoch. Aber eigentlich würde ich euch empfehlen, die Spieler noch am Donnerstag zu kaufen. Denn da könnte der Tiefpunkt erreicht sein. Aber ja, das müsst ihr auch irgendwie selber entscheiden, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die am Donnerstag am günstigsten sein werden, denn irgendwann wird dann eben der Zeitpunkt kommen, das wird zwischen Freitag und Montag stattfinden, denke ich, dass sich jeder denkt, scheiße, ich muss meine Spieler kaufen, die Spieler steigen nämlich dann wieder und deswegen werden die Spieler ganz schnell wieder gekauft und dadurch steigen die Spieler noch schneller. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich für euch und ja. Glaubt mir einfach oder hofft, oder ja, wie soll ich sagen, vertraut mir einfach mal und kauft eure Spieler am Mittwoch, sicherheitshalber, da kann euch nicht viel passieren, also da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und es hat euch weitergeholfen. Schreibt mir gerne Fragen und weitere, weitere Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort in die Kommentare. Und dann war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.